Hallo zusammen, ich bin Sandro, ich bin ein Konstrukteur im zweiten Lehrjahr hier bei der Exroth. Das ist das Unternehmen von der Bosch und ich zeige euch heute ein bisschen meinen Arbeitsalltag. Was mir im Beruf Konstrukteur gefällt, ist die abwechslungsreiche Arbeit mit meinen Arbeitskollegen und dass man in der Planung für etwas dabei sein kann, das nachher auch hergestellt wird. Wenn du eine Lehre als Konstrukteur machen willst, dann solltest du ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen und technisches Grundwissen mitbringen. Und in der Schule gerne Mathe haben, da wir die sehr viel im Arbeitsalltag brauchen. Die Hauptaufgabe als Konstrukteur sind das Erstellen von dreidimensionalen Modellen und bemassten Zeichnungen im CAD-Programm. Anhand von denen arbeiten nachher unsere Monteure. Ich denke, der Beruf Konstrukteur wird auch in der Zukunft noch eine wichtige Rolle spielen. Trotz dem technischen Fortschritt wird es immer noch einen Menschen brauchen, der das Ganze hinter dem Monitor bedient und plant. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick in meinen Arbeitsalltag gesehen und wenn euch das gefallen hat, dann bewerbt euch doch als Konstrukteur bei der Exroth.